Moin Moin und willkommen zurück zu The Evil Within DOS. Genau, wir befinden uns noch ein bisschen auf der Zielgeraden, denn ich glaube, dass wir nicht mehr so viel vor uns haben. Wie ihr seht, haben wir noch immer richtig viel grünes Gel in letzter Folge gesammelt und das werden wir jetzt mal einsetzen. Ich bin direkt durch den Spiegel gewandert und gucken, was es hier noch so gibt, wie man es nutzen kann. Hier zum Beispiel 7000 kostet das, damit man ein bisschen mehr Leben hat und man erholt sich schneller. Klingt gut. Wir gucken auch trotzdem eine andere Athletik nochmal an hier. Das Ausdauerschub. Okay. Steigert das maximale Ausdauer. Ist eigentlich egal, die Ausdauer so ein bisschen. Okay, ich mach Gott weiter. Ja, Gesundheit. Könnt definitiv mehr Leben bekommen. Okay. Bei den Waffen finde ich ja immer so ein bisschen cooler eigentlich. Verringere das Wackeln. Was gibt's hier? Kostet 75.000, so viel haben wir ja gar nicht. Okay, ist auch nicht schlecht. Bringt uns aber nicht so viel. Mal gucken bei der Liste, ob wir da irgendwas finden. Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Ist eigentlich ganz gut für uns. Das machen wir jetzt einfach mal. Ah, okay, wenn du dich innerhalb einer bestimmten Entfernung hinter einem anderen Gegner. Okay, klingt schon mal ganz gut. Gehen wir kurz zum Kampf. Ist ja nicht so viel weiter, ne? Aber machen wir die Gesundheit doch noch ein bisschen höher. Okay. Gut. Da haben wir schon ein bisschen was gemacht. Gehen wir mal raus. Und ganz raus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Waffenteile haben. Die können wir ja auch gleich nochmal hier benutzen. Genau, und dann müssen wir weiter zu der Festung von dem Pater Theodor. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Also wir haben einiges gesammelt, wie man sieht. Munition haben wir nicht viel, Schrotmunition, wir haben eigentlich gar nichts an Munition, wie man sieht. Können natürlich einiges gebrauchen. Also hier können wir auf jeden Fall die Spritzen herstellen. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Oder auch ein Erste-Hilfe-Koffer. Da habe ich ja genug von gesammelt. Stellen wir mal her. Und hier. Perfekt. So. Pistolenmunition. Schrotmunition. Schuss da. Die Munition. Machen wir alles, was da ist. Flammenwerfer. Den können wir jetzt reparieren. Perfekt. Okay. Jetzt haben wir immer einen Flammenwerfer. Ist ja auch nicht verkehrt. Harpunenbolzen können wir mal bauen. Machen wir alle. So, jetzt sind wir gut gerüstet. Oh, warte. Ich wollte mal kurz gucken, wegen der Waffenverbesserung, ob wir da irgendwas haben. Ich weiß das gar nicht. Wir haben ja ein paar Teile gesammelt, auf jeden Fall. Wie man sieht, könnten wir hier auf jeden Fall mal ordentlich reinhauen, dass wir mehr Schaden machen. Und wir lassen noch ein paar Sachen explodieren. Okay, bei der Waffe könnte man den Schaden auch erhöhen. Auf 120 gehen. Dann ist auch noch, dann haben wir keine hochwertigen Teile. Ich mache mal noch diese Waffe, ist ja auch nicht schlecht, wenn man da den Schaden erhöht. Also machen wir mal. Die auf jeden Fall. Und dann erhöhen wir wirklich den Waffen. Von der Handfeuerwaffe. Was soll's. Bam. So. Jetzt haut die rein auf jeden Fall. Gut, wieder zurück zum Spiegel. Zum Spiegellabor, wollte ich gerade sagen. Zum Spiegel. Oh, komm schon. Achso, jetzt. Genau, hier wieder raus. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg zur Festung machen. Die war jetzt gar nicht so weit weg. Aber ich speichere trotzdem nochmal vorher. Man weiß ja nie.
Ja, mal überschreiben. Perfekt. So, und jetzt geht's raus. Wie flink er diese Tür immer zuschmeißt, ne? Und jetzt geht's ganz raus wieder auf die, in die gefährliche. Halt. Jetzt mal kurz alle Waffen aufladen, ja, auffüllen. Okay. Und dann gebe ich auch gar keinen Schuss mehr, ne? Nee. Macht aber auch nichts. Der Flammenwerfer. Ach, guck mal. Wie er vormachen soll. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich das alles auf die Schnelldings rüsten kann. Warum kann ich den Flammenwerfer noch nicht benutzen? Was stimmt denn mit dir nicht? Den haben wir doch heile gemacht. Oder bin ich verkehrt? Naja, egal. Gut. So, wir müssen irgendwo hin. Such dir einen Weg durch die Überreste von hier, um zum Hotel zu gelangen. So, wir gucken auf der Karte. Das ist ja genau hier, wo wir hin sollen. Ist die Frage, welchen Weg wir da am schnellsten hinkommen. Also, so weit ist es nicht mehr entfernt, wie man sieht. Aber man weiß ja, wie das ist. Man schnippt und schleicht und schnippt und schleicht. Und auf einmal steht ein Monster vor ihm. Tasche fehlt mir. Ah, wo ich die finden soll. Da sind noch ein paar Leute. Das sollen wir ja gar nicht. Wir müssen ja da hin. Aber wie kommen wir denn da hin? Sollen wir hier außen rumrennen irgendwie, oder? Können wir hier rausgehen? Ich glaube, es geht einfacher, ne? Folgen wir mal kurz. Oh, hier können wir auch was einsammeln noch. Das machen wir. Gerne sogar. Oh, das ist voll. Alter, guck mal, was wir alles finden hier. Eine reine Ausbeute. Ah, da liegt er doch schon, natürlich. Sammeln wir das mal ein. Hotel Sanctuary. So, ich meine, wir werden niemals so viel Munition haben, aber wir haben sie eingesammelt. Was soll's? Also die ganzen Sachen, die man noch sammeln kann, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das Spiel bald zu Ende ist. Weiß ich auch, vielleicht habe ich es auch falsch eingeschätzt. Vielleicht ist es noch gar nicht zusammen. Wäre zu Ende. Noch lange nicht. Aber es kommt mir so vor, als ob wir so langsam in diese Richtung kommen. Sollen wir da reingehen? Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Okay. Mal sehen, ob sie hierher kommt. Och, ein schönes Kaminfeuer. Jetzt wird es noch romantisch, oder was? Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen, wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann.
Hier ist nur der Spiegel. Oh, hier ist Munition. Oh, hier ist ganz viel. Nehmen alles mit hier, was finden kann. So, wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Okay, dann lass uns dann gucken, ob wir hier irgendwas durchstylen können noch. Noch was raus? Nee. Und bei dem? Ein Schädel. Hau nochmal drauf. Nix. Okay. Gut, hier kriegen wir nichts mehr. Gut, trotzdem nochmal alles durch hier. Wer weiß, ob nicht irgendwo noch was liegt. Da zum Beispiel eine schöne Tasse. Ein mysteriöser Becher. Du hast das Gefühl, dass du ihn schon mal gesehen hast. Du willst ihn auch gerne behalten. Gut. Oder auch nicht gut. Den Spiegel mal kurz benutzen, um zur Werkbank zu kommen, damit wir noch ein bisschen Munition machen können. Macht Sinn, oder? So, es geht ja schnell. So, wir haben 14 eingesammelt. Wir können auf jeden Fall Munition machen. Ist die Frage, wofür? Gut. Viel mehr Guide nicht. Gleich wieder zurück. Ich speichere nochmal vor. Ja. So, wieder zurück zur Tante und dann sagen wir, wir sind bereit. Würde ich sagen. Also, was anderes wüsste ich jetzt nicht mehr, was wir noch machen können. Weil so viel kann ich nicht mehr einsammeln. Hoffmanns Tagebuch. Sind Sie bereit, Sebastian? Yep, ich bin bereit. Tun wir's. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Nach Ihnen. Ja, okay, es sieht schon ein bisschen brenzlig aus. Na, Schätz. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Okay. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Mit meiner Handfeuerwaffe. Wird schon schief gehen. Wow. Das ist cool. Es funktioniert. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Ich kann durch die ganzen Flammen nichts sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Verteidige Hoffmann, okay. Einer kommt durch! Ich hab ihn! Ah, von hier kann ich immer Munition bekommen oder was? Das ist natürlich cool, oder nicht immer, aber schon ein bisschen auf jeden Fall. Noch einer! Passen Sie auf, Hoffmann! Dafür sind Sie zuständig! Wo ist er denn? Sind überall. Ah. Oh. Oh. Alter. Alter. Ich muss schnell drehen hier. Alter. Dumm? In der Tasche ist noch Munition, nehmen Sie sie! Ja, okay. Ich muss glaube jetzt mal heilen hier, du Affe. Alter, also schon so ein bisschen hardcore das Ding. Ja, ich nehme die Munition schon mit dir. Das ist Morbius, mach mal auf. Ja.
kommen denn da noch? Bin ich mal gespannt. Nicht stehen bleiben! Wir sind fast da! Warten Sie! Mit dem Stabilisator stimmt was nicht! Können Sie ihn reparieren? Oh. Munition bei sich? Ne, hier gibt keine Munition mehr bei sich. Aber hier ist auch was cooles, großes auf jeden Fall. Okay, so ein Eisteil irgendwie. Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stam sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Was? Was ist hier los? Kontrolle noch verbinden? Wolltest du mich verarschen? Ne, jetzt ist er echt ganz komisch. Hat er die Verbindung verloren hier? Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch hält. Ah. Oh. Alles in Ordnung? Nein! Oh, wir waren so nah dran, ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Oh, ist voll okay. Dann kommen die noch mit hier. Ich glaube, wir müssen bei der Schrotflinte bleiben. Obwohl, nee, warte mal. Versuchen wir jetzt mal mit der Handfeuerwaffe erstmal. Die ersten zu killen. Und all den anderen, die wegen mir im Stand sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Okay, ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen. Warte. Ah. Hoffmann, was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie. Beeilung, hier wird es ziemlich heiß. Oh, komm schon. Okay, sie stellt irgendwas ein. Schon mal gut. Oder auch nicht. Er läuft wieder. Ah, okay. Wir müssen raus. Los. Okay. Okay.
Ja, den scheint Feuer nichts anhaben zu können, logischerweise. Fast geschafft! Oh. Ich glaube, ich kann sie nicht mehr retten. Das war doch klar. Das war doch sowas von klar. Oh. Die gute Hoffmann. Ja. Kollateralschaden. Gut. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Versprochen. Oh, ich habe davon nichts mehr, Alter. Das ist so blöd. Aber ich habe dieses Ding, kann ich benutzen. Jetzt komischerweise. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Okay. Die nutzen wir aber nicht. Wir nutzen erstmal die Handfeuerwaffe. Vielleicht können wir noch irgendwas bauen gleich. Müssen gleich mal schauen. Es stehen auf jeden Fall so ein paar Sachen rum hier. Ach, so eine Flasche. Okay, was ist das? Nur eine Flasche? Flaschen sind ziemlich gut, das wissen wir ja schon. Denn die können uns ab und zu derz schützen. Ah. Da ist auch noch was. Was war die Flasche? Die sieht schon so ein bisschen gruselig aus. Alte Kapelle hier. Wird ja wahrscheinlich ein fetter Endkampf noch kommen. Keine Ahnung, ob der jetzt schon kommt oder ob das noch ein bisschen dauert. Was sehen wir denn? Aber ich finde, sieht ganz schön aus hier. Noch irgendwas liegt. Ich muss übersehen, ne? Das wollen wir ja nicht. Oh, da geht's hoch. Und da haben wir noch einen von den guten. Dieser Ort, Union, hat unglaubliches Potenzial. Und Morbius hat es verschwendet. Ich gehe jetzt nicht ganz durch. Scheiß auf die Lore. So. Wir wissen, wie es weitergeht. So. Sie sind zurückgekommen, Sebastian Castellanos. Ja, aber diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon. Da geht's rein. Da geht's auch rein. Das ist die Frage, welchen Weg wir gehen sollen. Erstmal hier links. Ah, guck mal, wieder ein bisschen Schießpulver. Was ja sehr praktisch ist für uns. Hä? Du jetzt? Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein! Okay, es geht ein bisschen hoch. Ist das ein alter Glockenturm? Oh Gott. Sind das überall Menschen da drin? Ja. Es laufen nicht nur einige rum. Ist die Frage, ob der andere Weg cleverer gewesen wäre.
schon mal mit. Wie war noch mal der... Da, wie war noch mal der... Der Schnellangriff da. Ich weiß nicht mehr. Aber wir müssen jetzt erstmal die da schnappen. Okay. Okay, das war's für mich. Das war's für mich. Wie dumm war das denn? Ein bisschen schneller machen jetzt. Na los, marschier. Läuft auch noch einer. Oder letzte. Oh, lass mich nochmal rumlaufen da. So, wo wir hier was machen können. Sind wir noch schnell mit hier? Dann müssen wir den Typen da hinten an wir abschießen eigentlich. Okay, wir haben ein bisschen Munition verballert, aber egal. Na, der ist voll bei uns, aber da ist auch noch einer, okay. Mal ruhig kommen, damit ich sehen kann. So. Auch erledigt. Natürlich nur aufpassen, wir haben natürlich keine Munition mehr. Müssen natürlich diese hier nutzen. Oh, ein bisschen Energie. Wie geht's denn hier längst überhaupt?
Hier waren wir doch. Oder? Hier waren wir doch. Hey? Okay, ich muss übersehen. Also erstmal liegt da hinten, das ist nur die Flasche, aber ich muss übersehen. Ist hier irgendwas anschmeißen? Ein Generator oder so? Ach, da ist der Schalter, den habe ich nicht gesehen gerade eben. Blind wie ich bin. Ah, guck mal. Jetzt kommen wir da rein. Und wir kommen der Sache auch schon näher. Okay, wieder ein paar neue. Okay. Okay, jetzt hat mich auch mal schon getroffen, aber egal. So. Die Viecher sind echt schon ein bisschen ätzend. Ich wollte auch eigentlich keine Munition verballern, aber naja. Ist ja auch nicht so dramatisch, ne? Vielleicht auch noch irgendwas. Da liegt Munition für uns! Wie gut ist das denn? Pistolenmunition. Union kontrollieren. Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist glorious. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrolliert man die Welt. Wenn sie denken, ich helfe einem Arschloch wie ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind sie verrückter als gedacht. Was machen wir mit hier, das rote Flüssigkeitszeug? Ein paar Nägel gefunden, okay. Okay. Gut. Mal ausmachen bitte. Okay. Abgesehen von verbrannten und verkohlten Leichen sehe ich jetzt gerade nichts. Okay. Warte mal. Hier geht es ja auch rein. Mal gucken, was hier drin ist. Ah, ich würde sagen, hier kann man bestimmt ein bisschen was machen gleich. Vielleicht ein paar Sachen sammeln. Okay. Schon mal für das letzte Gefecht ein bisschen ausrüsten. Ah, da ist der Spiegel. Hätte mich auch gewundert, wenn wir jetzt keinen Spiegel gefunden hätten. Okay, wir nutzen den Spiegel mal schnell. Genau, und davon gehen wir erstmal hier hin. Und herstellen. So, was wollen wir herstellen? Munition auf jeden Fall, so viel schon mal sicher. Die haben wir noch gar nicht benutzt, aber ich bitte hier. Zwölf Schuss. Bam.
Hier nochmal zwei. Gut. Jetzt haben wir alles. Waffenverbesserung. Der Waffe. Da habe ich mal irgendwas gemacht mit. So. Das haben wir schon ein bisschen verstärkt. Dann speichern wir nochmal. So. Aber das soll es auch gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns beim finalen Kampf beim nächsten Mal. Tschüss.